Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch hier vor historischem Hintergrund. Hinter mir die Halle 1, die Karl F.W. Borgwardt schon in den 30er Jahren gebaut hat. Wie ihr wisst, haben wir in 2013 ein Doppeljubiläum gefeiert, nämlich 75 Jahre Automobilbau und 35 Jahre Mercedes-Benz am Standort Bremen-Seewaldsbrück. Die Chronik 35-75 beschreibt die Entwicklung des Werkes mit seinen Menschen, seinen Gebäuden und Produkten. Vom legendären Hansa über die Isabella bis hin zum SL. In der Zeit ist auch sehr viel Filmmaterial entstanden, daraus haben wir diese DVD erstellt. Die beschreibt die gleiche Zeit, nur eben in bewegten Bildern. Es haben daran viele aktive und ehemalige Kolleginnen und Kollegen mitgearbeitet. Vielen Dank dafür. Der eine oder die andere wird sich vielleicht im Film auch selbst entdecken. Ich wünsche allen eine interessante und spannende Zeitreise. Automobilbau gibt es in Bremen schon seit über 100 Jahren, seit 1906. Das Werk in Bremen-Hastedt produzierte Personen- und Lastwagen mit Elektroantrieb oder Benzinmotor. Der kleine Filmausschnitt zeigt so eine Benzinkutsche von 1908. Dieses Fahrzeug befindet sich heute im Besitz des Mercedes-Benz-Werks Bremen. Die Autos verkauften sich mehr schlecht als recht und so war man 1914 gezwungen, sich mit den Hansa-Werken aus Varrel zusammenzuschließen. Die neue Firma hieß Hansa Lloyd mit Sitz in Bremen. Hansa Lloyd lieferte Lkw für den zivilen Bedarf und im Ersten Weltkrieg für das Militär. Die Firma konstruierte 1917 auch einen Panzer, der sich als völliger Fehlschlag erwies. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte man einen landwirtschaftlichen Schlepper, Trecker genannt, der sich erfolgreich verkaufte und die Firma einige Zeit über Wasser hielt. Das Lkw-Geschäft dagegen dümpelte vor sich hin. 1929, mitten in der Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Inflation, brachte Hansa Lloyd einen 8-Zylinderwagen heraus, der kaum Käufer fand, und mit Hansa Lloyd ging es rapide bergab. Karl F.W. Borgwardt, ein Bremer Kleinwagenhersteller, war mit seinen Vehikeln besser durch die Krisenzeit gekommen. Er kaufte kurzerhand 1930-31 die maroden Hansa Lloyd Werke und begann richtige Autos zu bauen, den Hansa 1100 und den Hansa 1700, deren Absatz sehr gut lief. Der lief sogar so gut, dass er an der Seewaldsbrücker Heerstraße ein Grundstück erwarb und dort eine Fabrik baute. Dieses Pkw-Werk bestand anfänglich aus drei Hallen. Halle 0 im Vordergrund, heute Atlas Elektronik Wagenauslieferung, aus der Holzbearbeitungshalle mit dem Späneturm im Osten und der Halle 1, Presswerk, Rohbau, Lackierung und Montage. Im Bild sehen wir links Halle 1, rechts Halle 0, aufgenommen von der Pförtnerei. In den südlichen Kopfbau der Halle 1 fuhren die LKWs und die Züge hinein, um das Material direkt anzuliefern. Zur offiziellen Einweihung am 23. September 1938 kamen die Mitarbeiter, auch des Werkes Hastedt, viele, viele Gäste, darunter die lokalen NS-Größen und der betriebseigene Motorsturm, eine paramilitärische NS-Organisation. Vor rund 7000 Gästen sprachen der sogenannte NS-Gauleiter und der Betriebsinhaber Karl F. Borgwardt. Doch wie wurden 1938 nun Autos gebaut? Werfen wir einfach mal einen Blick in die Produktion. Wir befinden uns in der Schmiede. Das Gebäude steht heute noch an der Pfalzburger Straße Ecke Föhrenstraße, ist restauriert und wird von einem Computerhändler genutzt. Hier wird gerade eine Kurbelwelle geschmiedet. Eine Drehbank in der mechanischen Abteilung im Werk Seewaldsbrück bringt die Kurbelwelle auf das richtige Maß.
Der Motorenbau bearbeitet die Blöcke und die Zylinderköpfe. Es werden Zylinder gebohrt und gehohnt. Ein Werkzeugautomat bohrt die feinen Ölkanäle gleichzeitig in zwei Gehäuse. Montage der Nockenwelle. Die Kurbelwelle wird in die Lagerschalen gelegt, kurze Probe, dreht. Die Kolben werden eingepasst. Aufsetzen und Festschrauben des Zylinderkopfes, übrigens ein Sechszylindermotor. Nun kommt die Kipphebelwelle und die Zylinderkopfhaube. Und jetzt sind wir auch schon im Rahmenbau. Elektrisch werden die Bodenbleche festgeschweißt. Das fertig geschweißte Fahrgestell legen die Kollegen auf das Förderband, das sich langsam bewegt. Einbau der Hinterachse mit dem Differential. Der Wagen hat Heckantrieb. Zusammenbau der vorderen Radaufhängung. Etwas grob mit dem Hammer. Und nur noch die Bremstrommel und der Hydraulikschlauch. Mit der Laufkatze kommt der komplette Motor, den man am Fahrgestell befestigt. Am Band komplettieren die Mitarbeiter das Fahrwerk mit dem Kühler, den Stoßstangen und so. Oh, da fiel der Stuhl um. In der Holzbearbeitungshalle, heute Gebäude 21, entstehen die Fachwerke, die die Stahlblechkarosserien tragen. Wer schaffen will, muss fröhlich sein. Solcher Art waren die markigen Sprüche in der NS-Zeit in allen Werkhallen. Die Fachwerke für die Karosserie fertigte man passgenau auf Leeren. Nun sind wir wieder in Halle 1, genauer im Metallbereich, am Anfang der Produktion, im Presswerk. Erst 1954 zog das Presswerk um in die damals neu gebaute Halle 4. Hier wird das Blech zugeschnitten, der gute Mann schützt sich dabei mit Putzlappen vor den scharfen Kanten. Das Blech kommt in die Karosseriebechpresse. Mit nur einem Knopf löste man damals den Pressvorgang aus. Eine große Gefahrenquelle. Das Pressteil wird mittig durchgesägt und so entstehen zwei vordere Kotflügel. Die äußeren Ränder des Kotflügels werden mit Hilfe eines eingelegten Drahts gebördelt. Halterungen werden mit einer Punktschweißmaschine am Kotflügel befestigt. Ein Blick in das Vorratslager des Presswerks. Der Karosserie-Rohbau. Im Vordergrund ein fast fertiger Wagen, der dort eigentlich nichts zu suchen hat. Das Dach kommt in eine Leere und der Windschutzscheibenrahmen wird stumpf angeschweißt. Dann legen zwei Mitarbeiter das Dach auf das Karosseriefachwerk und verbinden die Blechteile. Rohbaumontage des Vorderwagens. Das sieht ganz lustig aus, wie der Mann sozusagen im Motorraum eingemauert wird. Harte Übergänge in der Karosserie egalisiert man mit Lötlampe und viel Zinn. So kommen kilogrammweise Zinn zum Einsatz. Ein Verfahren, das bei Borgward noch bis in die 60er Jahre beim Isabella Coupé angewandt wurde. Die Karosserie wird geschliffen, gereinigt und fährt langsam in die Grundierbox ein.
Füllern mit der Spritzpistole, trocknen im Ofen und nun heißt es schleifen, 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 schleifen. In der Spritzkabine trägt der Lackierer den Decklack auf und in großen Öfen trocknen die Karosserien. Die lackierten Karosserien werden nun in der Endmontage mit Armaturenbrettern, Türen und dergleichen versehen. Das Fahrgestell mit dem Motor kommt und wird mit der Karosserie vereinigt. Fachleute sprechen hier von der Hochzeit. Danach verbaut man die Inneneinrichtung und nun wird es interessant. Ein Mitarbeiter schraubt Vorderachsteile fest. Doch dabei senkt sich der Wagen und beginnt sich auch noch zu drehen. Und nun kommt ein anderer, der ein Vorderrad montieren will, und der schiebt das Fahrzeug so, dass die anderen Kollegen fast umfallen. Umständlicher geht's kaum. Hier sehen Sie das Ende der Montagebänder. Sitze müssen noch eingebaut und Einstellungsarbeiten vorgenommen werden. Und ein letztes Polieren, dann kann's losgehen. Das ist die Auslieferungshalle 0, heute Atlas Elektronik. Ein Hansa 1100 Limousinen-Cabriolet wird abgeholt, um es an einen Händler auszuliefern. Viele Fahrzeuge gelangen auf eigener Achse zu den bremischen Häfen, um von hier per Schiff in fremde Länder zu gelangen. Glückliche Käufer fahren über die Straßen in aller Welt oder wie hier in Bremen, durch die Obernstraße, am Domshof entlang, 1938. Seit Mitte der 30er Jahre gab es eine andere Seite bei Borgward. Man produzierte Rüstungsgüter für das Militär. Im Krieg, auch mit Hilfe von Zwangsarbeitern, entstanden Halbkettenfahrzeuge, Torpedos, kleine Panzer für den Munitionstransport und Sprengladungsträger, die ferngesteuert in die feindlichen Stellungen gelenkt wurden. Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall deutscher Truppen auf Polen. Erst 1945 endete der Krieg. Die Bilanz dieser grausamen Zeit: Verwüstung in vielen Ländern der Erde und über 50 Millionen Tote. Diese Luftaufnahmen aus dem Jahre 1945 zeigen das Hasteter Industriegebiet. Die Rolandwerft, das Kraftwerk und das Weserwehr sind zerstört. Jetzt sieht man das Ersatzteilwerk und das Turmgebäude des Werkes Hasted von Borgward. Es sind nur noch Ruinen. In dieser frühen Nachkriegszeit waren Nahrungsmittel und Wohnmöglichkeiten die wichtigsten Dinge, die ein Überleben in der Stadt erst ermöglichten. Aber dann ging es auch schon los mit den Aufräumarbeiten und etwas später mit dem Wiederaufbau, auch im Sebaldsbrücker Werk. So konnte Karl F. W. Borgward 1950 die neue Verwaltung an der Sebaldsbrücker Heerstraße einweihen. Optimistisch schaute er in die Zukunft. Er hatte schon 1949 einen Pkw vorgestellt, der die moderne Ponton-Karosserie besaß. Es war die erste deutsche Nachkriegskonstruktion. Es folgten Schlag auf Schlag neue Fahrzeuge. Kleinwagen wie der Lloyd, Mittelklasse-Pkw wie der Goliath, der repräsentative Hansa 2400, Lastwagen, Sportwagen und sogar Rennfahrzeuge. 3, 2, 1! »1954 kam die Isabella auf den Markt, die den Borgward-Mythos begründete. Es gab die Normalversion mit 60 PS und die TS-Ausführung mit 75 PS. Die TS gehörte zu den schnellsten Wagen der Bundesrepublik. Ab 1957 baute Borgward neben der Limousine und dem Kombi ein bildschönes Coupé. »Isabella! Isabella! Bella Bella! Immer schneller!« Ob geschäftlich, ob auf Reisen. Hört man in der Welt nur Isabella reisen. Geldbringer des Konzerns war der kleine Lloyd. Er stand an dritter Stelle der deutschen Zulassungsstatistik hinter dem VW Käfer und dem Opel Rekord, fuhr BMW, DKW, Ford, Mercedes-Benz und so weiter.
Ab 1957 ergänzte Borgward sein Lkw-Programm durch moderne Frontlenkertypen. Und nun ein kleiner Werksrundgang im Jahre 1960, vor über 50 Jahren. Die Südseite der Halle 4, im Hintergrund der Randbau mit dem Presswerk und dem typischen Rundfenster des Architekten Lodders. Nun schauen wir links in die Mittelstraße und sehen linker Hand die Halle 3 und im Hintergrund die Überführungsbrücke zwischen den Hallen 1 und 2. Eigentlich sah alles recht gut aus. Die Isabella verkaufte sich nach wie vor sehr ordentlich und 1959 hatte Karl F.W. Borgward den Oberklassewagen P100 vorgestellt, von dem man sich viel erhoffte. Der P100 war der erste europäische Pkw mit Luftfederung. Er stand in direkter Konkurrenz zur Mercedes-Benz S-Klasse und zum Opel Kapitän. So gesund, wie die Borgward-Gruppe nach außen hin erschien, war sie nicht. Man erwirtschaftete viel zu wenig Gewinn. Borgward konnte so keine finanziellen Reserven bilden und nicht in dem Maße investieren, wie es die anderen großen Automobilhersteller taten. Ein weiterer Fehler war auch die Typenvielfalt. 16 unterschiedliche Pkw- und Lkw-Grundtypen in einer großen Zahl von Varianten. Da waren Fahrzeuge darunter, die sich in so geringen Stückzahlen verkauften, dass sie ein kräftiges Minus einfuhren. Ein weiterer Grund für die schlechte Ertragslage war die Aufteilung in drei voneinander unabhängige Autofabriken: Borgward, Goliath und Lloyd. Das bedeutete, viele Arbeiten mussten dreimal gemacht werden. So gab es drei Buchhaltungen, drei Versuchsabteilungen, drei Produktionen, drei Werkstofflabore und so weiter und so weiter. Geringe Gewinne und keine Rücklagen. Damit war Borgward auf Krisen nicht vorbereitet und die begannen im Sommer 1960. Es sprach sich rum, dass bei Regenfahrten im neuen Lloyd Pkw Arabella Wasser in das Fahrerhaus lief. Die Menschen sprachen nun von der Aquabella und die Verkäufe sanken in den Keller. Gleichzeitig brach der Isabella Export in die USA um 75% ein. Tausende von Wagen stauten sich in den Werken und auf angemieteten Wiesen. Halden unverkäufter Fahrzeuge bedeutete leere Kassen. Kredite halfen über das Erste hinweg, doch im Februar 1961 konnte Borgward seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Der Bremer Staat übernahm die Werke, um sie zu verkaufen. Da niemand Interesse zeigte, begann der vom Staat eingesetzte Sanierer, die Firmen auf Vordermann zu bringen. Doch das geschah so dilettantisch, dass man im Sommer 1961 Konkurs anmelden musste. Bis 1968 erhielten alle Gläubiger durch den Verkauf der Grundstücke, der Fahrzeuge, der Werkzeugmaschinen usw. so ihr Geld komplett zurück. Ein unnötiger Konkurs. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass der Staat das übernommen hat. Wenn Politiker in die Wirtschaft eingreifen, dann ist es meist immer faule Sache. Ich bin nach wie vor der Meinung, es hätte alles nicht geschehen brauchen. Die Hannoversche Maschinenfabrik Hanomag, 1835 gegründet, fertigte LKWs, Baumaschinen, Wehrtechnik und Traktoren. Um die Kapazitäten zu erhöhen, kaufte sie 1961 aus der Konkursmasse einen Großteil des Sebalsbrücker Werks. Allerdings ging der westliche Teil, Halle 0, Verwaltung, Hubschrauberbau und Kundendienstmusterwerkstatt an Atlas Elektronik. Hanomag gehörte zum Düsseldorfer Rheinstahlkonzern, der seine Gewinne aus dem Bergbau, der Stahlkocherei und der Hanomag-Produktion erzielte. Die 28 Millionen D-Mark für das Borgward-Werk zahlte der Konzern mit links. Seit 1962 produzierte Hanomag alle Lastkraftwagen im Bremer Werk. Zeitweise wurden hier in Bremen auch die großen Baumaschinen, das heißt Radlader, produziert. Hauptsächlich rollten aber die Lkw-Typen Kurier, Markant und Garant vom Band. 1967 präsentierten die Hannoveraner ihre neue Lkw-Baureihe, die F-Klasse.
Diese Fahrzeuge waren äußerst modern und erreichten in ihrer Gewichtsklasse hohe Marktanteile. Ab 1966 geriet Rheinstahl in finanzielle Nöte, weil deutsche Kohle und deutscher Stahl auf dem Weltmarkt zu teuer waren. Rheinstahl war froh, als sich 1969 die Daimler-Benz AG an den Rheinstahl-Töchtern Hanomag und Henschel beteiligte und die Lkw-Hersteller 1971 komplett übernahm. Das Bremer Werk, das nun unter dem Namen Hanomag Henschel Fahrzeugbau firmierte, produzierte nun den sogenannten Harburger Transporter, der in den frühen 50er Jahren von Tempo entwickelt worden war. 1975 gab die Daimler-Benz AG bekannt, dass der Nachfolger des Leichttransporters, der Mercedes-Benz-Transporter TN, in Bremen gebaut werden sollte. Im Sommer 1977 startete die Serienproduktion dieses Typs. Er entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Verkaufsschlager. Die Bremer Autobauer hatten Erfolg. Zuerst mit der F-Reihe von Rheinstahl-Hanomag, dann mit dem Hanomag-Henschel Leichttransporter und nun mit der Fertigungsplanung des neuen Mercedes-Benz-Transporters. Das führte dazu, dass die Stuttgarter im Oktober 1976 beschlossen, Bremen wird ein Pkw-Werk. Die offizielle Bezeichnung ab 1. Januar 1978 Daimler-Benz AG Werk Bremen. Der neue Eigentümer gab dem Werk ein neues, modernes Gesicht. Zu den noch von Borgward gebauten Hallen kamen zunächst die Halle 42, die für den TN gebraucht wurde, und dann die Erweiterung für den S123, das T-Modell. 1978 wurden Süd- und Nordwerk durch eine Brücke verbunden. Das Bildungswesen zog in das erste Gebäude auf dem Holterfeld und die Halle 34 im Südwerk wurde gebaut. Dann brauchte auch der Baby-Benz eigene Produktionsstätten. Mit der Halle 7 ging es im Nordwerk los. 1983 kamen die Hallen 8 und 9 dazu und der W201 ging an den Start. Die Kantine wurde gebaut und das Südwerk erweitert. Mittlerweile waren wir schon beim Bau des S124. Die Sebaldsbrücker Heerstraße wurde hochgelegt, der SL kam ins Werk, die Hallen 9 und 7 wurden erweitert, das Bürogebäude gebaut und das Karstadtgebäude und ein Parkhaus kamen dazu. Für die Baureihe 202 mussten die Hallen 7 und 9 nochmal erweitert werden. Das Bundesbahn-Ausbesserungswerk wurde hinzugekauft, der SLK und der CLK kündigten sich an. Feuerwehr und werksärztlicher Dienst brauchten Platz und das Kundencenter wurde errichtet. Halle 8 wurde erweitert und der Sortierpuffer für die C-Klasse entstand. Die Halle 93 wurde für den CLK gebraucht. Das Presswerk Halle 5 und Sortierpuffer für SL und SLK kamen als nächste Schritte hinzu. Die Schule am Holterfeld konnte gekauft werden und der lang ersehnte Hemelinger Tunnel wurde eröffnet. Für die Baureihe 204 entstand die Halle 70. Für den Rohbau des R172 wurde das ehemalige Nordmendewerk an der Funkschneise eingesetzt und das Qualitätsmanagement bezog ein zusätzliches Gebäude. Etwas außerhalb wurde an der Hansa-Linie die Rohbaufertigung des R231 errichtet. Die Halle 70 musste für die Karossen der Baureihe 205 noch einmal erweitert werden, ebenso der Sortierpuffer im Nordwerk. Und damit sehen wir jetzt das Werk in seiner heutigen Ausdehnung. Ein neuer Autotyp auf unseren Straßen fällt seit kurzem besonders ins Auge. Das T-Modell des ältesten deutschen Kraftfahrzeugherstellers Daimler-Benz. Im Frühjahr 1978 begann das Werk mit der Produktion des S123, des legendären T-Modells. Der Buchstabe T stand für Transport und Touristik.
Im Stammwerk in Sindelfingen konnte der Kombi wegen seines langen Daches und aus Mangel an verfügbaren Fachkräften nicht gefertigt werden. Produktionsvorstand Werner Niefer entschied sich für die Autoerfahrung in Bremen und für die qualifizierten Arbeitskräfte vor Ort. Ja, wenn ich da mal zurückblicken darf, wir damals 46 bei Borch, wir waren da stolz drauf, so ein Fahrzeug zu bauen. Heute dagegen sind wir wieder stolz, beim Daimler zu sein. Wenn man an der Zwischenzeit mal denkt, die war natürlich echt schlecht und war schwierig für uns. Da meine ich von 61 bis 69, wo von Daimler übernommen wurde. Bevor ich im letzten Mai hier bei Daimler-Benz in Bremen angefangen bin, war ich Meister bei der Firma Krupp Atlas in Bremen und musste die Stellung aufgeben, weil dort die Fertigung eingestellt worden ist. Ich muss sagen, mir geht es hier sehr, sehr gut und ich habe es gut getroffen und ich komme auch weiter. Doch die Hoffnung, den Bremer Arbeitsmarkt zu entlasten, erfüllt sich nicht so schnell. Etwa 12.000 Bürger gehen stempeln. Der Andrang im Personalbüro von Daimler täuscht darüber hinweg, dass immer noch 700 qualifizierte Fachkräfte fehlen. Ehemalige Arbeiter von Krupp Atlas und viele Handwerker wurden in Sindelfingen ausgebildet. Und in Bremen entstand, zumindest gefühlt, ein neuer Stadtteil. Das Werk Bremen ist ein typisches Montagewerk für Nutzfahrzeuge und Pkw, das im Verbund mit den anderen Daimler-Benz-Werken arbeitet. Wir fertigen zurzeit hier 200 Transporter am Tag und nach Anlauf der Serie etwa 100 Fahrzeuge der neuen Pkw T-Reihe. Dafür musste das Werk erst einmal gründlich aufgeräumt werden. Als treibende Kraft machte sich damals der 70-jährige Opa Held zu einer Legende. Wir sehen einen typischen Rohbau der damaligen Zeit. Viel schwere körperliche Arbeit, keine Roboter, wenig Licht und Transparenz. Rohbau und Montage des S123 fanden in der Halle 3 statt. Zwischendurch wurden die Karossen zum Lackieren über eine geschlossene Brücke in die Halle 1 und zurück transportiert. Wir haben geplant, im nächsten Jahr 1979 unsere Produktion auf etwa 50.000 Transporter und 30.000 Pkw der T-Reihe anzuheben, was gegenüber dem Vorjahr einer Verdoppelung der Produktion entspricht. Von rund 4.500 Mitarbeitern zu Beginn dieses Jahres werden wir unsere Belegschaft auf rund 6.000 erhöhen. Der Lifestyle-Kombi wurde ein so großer Erfolg, dass die Kunden bis zu 2,5 Jahre auf ihr Fahrzeug warten mussten und dass nach 4 Jahren bereits das 100.000. T-Modell ausgeliefert werden konnte. Schauen wir uns doch einmal an, wie adrett der S123 damals beworben wurde. Als Autofahrer sind Sie nicht immer derselbe. Schließlich nutzen Sie Ihr Auto nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit. Dann sollte Ihr Auto nicht weniger vielseitig sein als Sie. Das ist ein neuer Mercedes. Der neue Mercedes T. Sicherlich die vielseitigste Art, einen Mercedes zu fahren. Ganz Bremen war begeistert von seinem neuen Star. Über 50.000 Besucher verzeichnete mit Stolz das Daimler-Benz-Werk Bremen an 2 Wochenenden im Oktober. Mit Tagen der offenen Tür wurde das Werk bei laufender Produktion vorgestellt und gleichzeitig ein erster genauerer Einblick in die vorgesehenen Erweiterungen gegeben. Am 30. März 1982 lief der 100.000. S123 vom Band mit Blumen für Meister Kuhn vom Produktionsleiter Günter Lenz. Dieser 300 Turbo Diesel kostete damals stolze 50.000 D-Mark. Unsere Planung sieht vor, dass wir bis 1984, was wir immer zum Ausdruck gebracht haben, hier mit dem Anlauf des neuen sogenannten kleinen Mercedes, wo wir 1985 dann die erste Stufe erreicht haben, mit der Produktion von 500 Einheiten arbeitstäglich, 120.000 pro Jahr, dann im Jahr 1984 8.000 Mitarbeiter zu haben. Alles Weitere wird letztlich der Markt entscheiden.
In den Jahren 78 bis 85 wurden ca. 200.000 S-123 gebaut. Jedes zweite Fahrzeug ging ins Ausland, jedes neunte in die USA. Für die junge Generation genügend Ausbildung hätte schaffen. Wir können wir Berufe anbieten, die auch Zukunft haben. Und wir können für die, die Arbeit suchen, auch Arbeitsplätze anbieten. Das ist die zentralste Frage, die wir lösen müssen. Wir sind tief auf Ordnung. Bitte mich sehen, wir müssen zeigen. Für den weiteren Ausbau des Werkes und die Produktion des Baby-Benz W201 wurde das angrenzende Holter Feld benötigt. Das ging nicht ohne Proteste. Doch der Stadt gelang es, die Menschen für die Ansiedlung zu gewinnen, sodass ab 1980 mit den Erdarbeiten begonnen werden konnte. Schon bald waren die ersten Neubauten auf dem neuen Gelände zu sehen. Willkommen allerseits, 25 Minuten Buten und Binnen extra rund um die Bremer Automobilfabrik Daimler-Benz. Dieses Modell des neuen kleinen Mercedes ist, wie Sie leicht erkennen können, noch nicht ganz komplett, aber die für uns Bremer wesentlichen Bestandteile können Sie leicht erkennen. Das ist nämlich alles das, was hier rot markiert ist. Wichtige Rohbauuntergruppen wie Türen und Motorhauben für den 990er wurden nun in Bremen gefertigt und zunächst zum Montagewerk Sindelfingen transportiert. Von dort kamen nach dem Bremer Produktionsbeginn die ergänzenden Rohbaukomponenten in die Hansestadt. So erforderte die Parallelproduktion keine doppelten Anlagen. Die Belegschaft wuchs in dieser Zeit ständig an. Alte und neue Mitarbeiter waren sehr gespannt auf das neue Modell. Viele zeigten sich ganz persönlich am kleinen Benz interessiert. Wollen Sie sich denn so ein Ding auch bestellen? Das steht vorläufig noch nicht fest. Ja, ich würde mir gern so ein Auto bestellen, aber mir fehlt das nötige Kleingeld im Augenblick noch. Ich denke, die Mercedes-Angehörigen kriegen das alles so billig. Nein, so billig nun auch wiederum nicht. Bezahlen müssen wir das Auto auch. Buten und Binnen hat sich damals das Fahrzeug kritisch angeschaut. Anders glauben Sie, dass sich das Thema Platzangebot in diesem Wagen stellen wird für den zukünftigen Käufer? Es wird sich für die Käufer stellen, die häufiger mit mehr als zwei Personen fahren. Aber denen werden ja nach wie vor auch größere Modelle des gleichen Unternehmens angeboten. Dies ist ein kompakterer Mercedes, aber mit der gleichen hochwertigen Technik, wie sie die größeren Modelle auch bieten. Da ist mehr Platz im Fond. Die Sitzanlage ist voll ausgeformt. Moderne Raumkultur durch neue, edle Stoffe. Der Baby-Benz kam deutlich kleiner und ohne die gewohnten Verzierungen. Sein Einstiegspreis lag bei 26.000 D-Mark. Von 1983 bis 1993 wurden ca. 1,9 Millionen gebaut, davon 1,1 Millionen in Bremen. Und in Bremen gab er vielen jungen Menschen beste Berufsperspektiven. An diesem Morgen beginnt für Carsten der erste Tag seines Berufslebens. Der erste Tag seiner Ausbildung zum Autoschlosser bei der Daimler-Benz AG in Bremen. Hier in der freien Hansestadt Bremen, wo der steinerne Roland auf dem Marktplatz vor dem Rathaus für Freiheit und Unabhängigkeit steht. Wo historische Bürger und Kaufmannshäuser ihren jahrhundertealten Glanz in die Gegenwart tragen. In und um den Stadtkern herum arbeiten über 3000 verschiedene Betriebe, kleine und große. Und der größte private Arbeitgeber in Bremen, das ist mit rund 9000 Beschäftigten die Daimler-Benz AG. Ab heute werden auch Carsten und seine Kollegen Mitarbeiter dieses Unternehmens sein. Die komplette Produktion der Baureihe W201 im Werk Sebaldsbrück startete im November 1983. In der Produktionstechnik beschritten die Fertigungsplaner neue Wege. In der Rohbauhalle 7 setzten Vielpunktschweißanlagen und Roboterstraßen 95% aller Schweißpunkte und Nähte. Die Rohkarossen durchliefen anschließend in der Lackierhalle 8 verschiedene Phasen der Oberflächenbehandlung. Nach dem Entfetten wurde in mehreren Stationen der Korrosionsschutz aufgebracht. Darauf wurden bis zu 3 Decklackschichten aufgetragen und in Trockenöfen bei 130 Grad Celsius gehärtet.
Nach der Qualitätskontrolle auf der weißen Platte gelangten die lackierten Karosserien über die Förderbrücke zur Montage in die Halle 9. Durch Schrägförderanlagen wurden dort die Montagearbeiten am Unterboden wesentlich erleichtert. Mit dem Nordwerk war die modernste Fahrzeugproduktion der Welt entstanden. Die Kompaktklasse war ein voller Erfolg. Sowohl im Alltag als auch im Härtetest hinterließ sie einen glänzenden Eindruck. Reifeprüfung bereits bestanden. Im August 1983 in Nardo, Süditalien. Nach 9 Nächten und 8 Tagen hatte der 190E 2.3-16 drei Langstrecken-Weltrekorde aufgestellt. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 247,939 km pro Stunde über 50.000 Kilometer. So, und jetzt zu Ayrton Senna, Spitzenfahrer in der Formel 1. Ayrton Senna, Sie haben den Mercedes 190 2.3-16 gefahren. Ayrton Senna, Alain Prost und Jochen Maas testeten den 190er auf der Rennstrecke. Und Jochen Maas wusste, worauf es wirklich ankommt. Sicher fahren, das ist vernünftig. Ich hoffe auch, dass von diesem Modell so viel verkauft werden, dass das Werk Bremen bald aus den Nähten platzt und das angebaut werden muss, weil das für Bremen, auch für die Steuereinnahmen, nur gut sein kann. Im Oktober 85 ersetzte der S124 den S123. Ab 1993 bezeichnete man ihn als T-Modell der E-Klasse. Am 25. März 1988 feierte man in Sindelfingen den 1.000.000. 190er. Und in Bremen war man stolz auf den eigenen Beitrag zu diesem Erfolg. War noch was? Na, das hier. Mit der richtigen Automarke feierte Werder Bremen 1988 die deutsche Fußballmeisterschaft. Hier präsentieren wir Ihnen das neueste Modell unseres Sportwagens. Und zwar für 4 Kinder in Kapuzen, weiß wie der Schnee. Der Sportwagen ist für die 9 Monate alten Vierlinge von Mercedes-Arbeiter Getzlaff. Ja, werden Sie den denn nun benutzen auch tatsächlich, oder? Ja, sicher. Ja. Worauf kam es denn an bei dieser Konstruktion? Ja, Stabilität und jetzt das Fahrverhalten selber, ne? Dass das also nicht zu schwer geht. Im Sportwagenbau kannte man sich also schon aus, bevor der erste SL in Bremen vom Band rollte. Der neue SL geht seinen eigenen Weg. Traditionell im Charakter, zeitgemäß in der Ästhetik, intelligent in den Lösungen. Der Unterschied vom Sport Roadster zum eleganten Sport Coupé ist ein 34 Kilogramm leichtes, hochfestes Coupé-Dach. In Sekunden abgenommen und wieder aufgesetzt. Der Beifall von allen Seiten gilt der Form wie dem Fahrerlebnis. Beim Roadster R129 kam es den Entwicklern vorrangig auf die Fahrgastsicherheit an. Insbesondere der Aufprallschutz und der Überrollbügel wurden seinerzeit auf Herz und Nieren getestet. Die Baureihe SL gibt es schon seit 1954. Als in Stuttgart die Entscheidung gefallen war, die Produktion der 4. SL-Generation nicht im Stammwerk Sindelfingen, sondern in Bremen aufzunehmen, waren viele schwäbische Mitarbeiter sehr enttäuscht. Andreas Kellermann, seit 2010 Werkleiter in Bremen, war damals Abteilungsleiter in Sindelfingen und erinnert sich noch heute, wie bitter dieser Verlust damals wahrgenommen wurde. Der R129 wurde von 1989 bis 2001 gebaut. Die Preise lagen zwischen 127.000 und 225.000 D-Mark. Schönheit und Intelligenz fehlt es selten an Aufmerksamkeit. Das gilt sogar manchmal für Automobile, wenn sie den Rahmen des Herkömmlichen sprengen. Der SL erfüllt diesen Anspruch ebenso ästhetisch wie technisch intelligent. Innerhalb von 30 Sekunden kommt das Verdeck aus unsichtbarer Versenkung und entfaltet sich zu einem wetterfesten Dach.
millimetergenau gesteuert und so dicht geschlossen, dass unter dem Roadster-Verdeck kein Hauch zu spüren ist. Ungetrübter Fahrgenuss bei jedem Wetter. 1989 erreichte die Produktion im Werk Bremen einen neuen Höchststand. Der 1 millionste Pkw, ein 250 TD, lief vom Band und die Zahl der Mitarbeiter hatte sich seit 1978 fast verdreifacht. Dieser türkische Arbeiter war fast von Anfang an dabei. Sein neuester Kollege kommt aus einem anderen Land. Besonders herzlich willkommen. Der 15.000. Betriebsangehörige, ein Übersiedler aus der DDR. Detlef Junge hat bis vor 2 Monaten in Magdeburg Mähdrescher repariert. Ein Kombi verlässt das Werk und ein anderer kommt zurück. Wiedersehen mit dem ersten zugelassenen Auto, das im Bremer Mercedes-Werk vom Band lief. Der 300er Diesel ist nach 14 Jahren zurückgekehrt, von der Firmenleitung zurückgekauft. Sie will ihren Erstling in ein Werksmuseum stellen. Die Mercedes-Mechaniker haben ihre Erstgeburt kräftig aufgemöbelt. Er glänzt wie 1978, als die erste Kombi-Generation der Nobel-Firma auf den Markt kam. 1987 schließlich wurde die Serie eingestellt, mit der die Mercedes-Geschichte in Bremen ihren Anfang nahm. Produktionserfolge und Blumensträuße konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Automobilindustrie 1992 in die heftigste Krise der Nachkriegszeit fuhr. Schlechtes Gefühl ist das in dem Sinne, dass eben halt die Kurzarbeit jetzt im Raum steht, aber wir versuchen darüber hinwegzukommen eben halt. Ne? Also man hofft irgendwie mal, dass das alles gut geht. Wir haben hier sogar noch Glück. Der Verkaufsjahr ist noch sehr gut. Ich meine, es könnte besser sein. Um die Wende zu schaffen, brauchte es Mut und neue Visionen. Es ist geplant, dass wir auf der mittleren oder auf der kleinen Baureihe, auf der Kompaktklasse, basierend einen kleinen Roadster haben werden, den wir hier in Bremen bauen möchten. Und es gab auch bald wieder Jubiläen zu feiern. Der hier steht, ist für Bremer Daimler-Verhältnisse ein Fossil. Seit 1978 baut er ohne Unterbrechung T-Modelle und ist damit einer der letzten der ersten T-Modellstunde. Heute wurde der 250.000. gefeiert, gebaut unter ganz anderen Arbeitsbedingungen als noch 1978. Ja, der Stress ist größer geworden, würde ich sagen, stückzahlmäßig vom Arbeitsablauf, mehr Arbeit. Ist das Ihr Lieblingsauto oder würden Sie auch gerne ein anderes Auto bauen? Ist egal, wo ich gerade bin, ne? Ich will auch ein anderes Auto bauen. Ne? Aber wenn hier groß geworden, würde ich sagen, bleib beim Stern. Ne? Die Feier des 1/2-millionsten Kombis war noch überschattet von Sorgen. Denn die Kombiproduktion sollte schon bald nach Rastatt gehen. Da sind wir sehr traurig, oder? Ja. Dann haben wir Ungewissheit, hier auf uns zu kommen. Aber es ist schon schade, dass der T-Modell von Bremen weggeht. Der Aufschwung kam mit der neuen C-Baureihe. Am 1. Februar 1993 startete in Sindelfingen die Produktion der neuen C-Klasse, Baureihe 202. Bremen folgte am 3. Mai, das T-Modell S202 2 Jahre später. Der Automatisierungsgrad in der Produktion war mittlerweile deutlich gestiegen. Beim Punktschweißen auf volle 100%, beim Schutzgasschweißen immerhin auf 86%. 200 Roboter kamen im Rohbau zum Einsatz. Bis zur Einstellung der Produktion im Januar 2001 wurden von der Baureihe insgesamt fast 1,9 Millionen Fahrzeuge hergestellt, davon mehr als die Hälfte in Bremen. Die Baureihe zeichnete sich nicht nur durch äußerste Zuverlässigkeit und Robustheit aus, was insbesondere im Taxigewerbe wohlwollend vermerkt wurde. Auch der private Kunde war mit dem vielfältigen Angebot bestens bedient. Der Trend nach individuellen Fahrzeugen ist immer deutlicher spürbar. Um diesem Wunsch noch besser entsprechen zu können, bietet Mercedes-Benz erstmalig bei einer Baureihe neben der klassischen Version von Anfang an 3 weitere Design- und Ausstattungslinien an. Esprit – jugendlich, frech, farbig. Sport – agil, sportlich, dynamisch. Elegance – wertvoll, komfortabel, elegant. Darüber hinaus wurde die C-Klasse zum erfolgreichsten Auto in der DTM-Geschichte. 1995 gab es sogar einen dreifachen Erfolg mit Bernd Schneider, Jörg von Onnen und Klaus Ludwig. Das
finde ich ja stark. Für die Fotografen, bitte achten Sie auf das Nummernschild. Das ist nämlich ein Bremer Nummernschild. Im November 1994 wurde der erste Prototyp des kommenden Modells R170 in Bremen vorgestellt. Bürgermeister Klaus Wedemeyer zeigte sich schon mal überzeugt. Wunderbar. Ja, Fahreindruck. Sehr gut. Liegt gut in der Kurve. Im September 1996 wurde dann der fertige SLK präsentiert und alle waren sichtlich stolz. Und wir haben ganz bewusst in Kauf genommen, dass wir ein Stück weggegangen sind von traditionellen Mercedes-Werten, die sehr stark von Komfort und Angenehmlichkeit und Eleganz geprägt waren. Hier sehen Sie ein Auto, das auch provozieren kann, auch mit Farben provozieren kann, aber auch mit Leistungen provozieren kann. Und auch die Mitarbeiter waren begeistert. Das Auto finde ich spitze. Also ist ein schöner Wagen. Für Leute, die gerne im Freien, also Cabrio fahren, macht das richtig Spaß. Seit Mitte der 90er Jahre mussten sich die Standorte im Mercedes-Benz-Werkverbund im Wettbewerb um die Produktionsübernahme eines Typs miteinander messen. Bremen hatte mit Betriebszeitenerhöhung, längeren Maschinenlaufzeiten, besseren Montagelösungen und flexibleren Arbeitszeitmodellen seine Hausaufgaben gemacht und gewann so den Wettbewerb um den begehrten SLK. Der neue Mercedes Roadster SLK trifft auch den farbigen Zeitgeist. Er kommt in 8 attraktiven Farben auf den Markt. Sie vollenden den Anspruch, einen Roadster zu entwickeln, der ungetrübte Lebensfreude vermittelt, der technisch innovativ und gestalterisch attraktiv ist. Einen starken Charakter. Sportlich, leicht und kompakt. Oder ganz schlicht SLK. Highlight des SLK war das klapp- und versenkbare Stahldach. Das sogenannte Vario-Dach machte ihn sowohl zum Roadster als auch zum Coupé. In einer bunten Roadshow präsentierte die Niederlassung den neuen Star in der Bremer Innenstadt. Ich spiele ein bekanntes Stück von mir, ist mir gestern eingefallen, Satisfaction. Der SLK trug schon 1997 mit fast 25% Produktionsanteil im Werk Sebaldsbrück dazu bei, dass sich die Zahlen in Bremen weiter verbesserten. Insgesamt wurden in 8 Produktionsjahren mehr als 311.000 Exemplare gebaut. Sie machten den R170 zum meistverkauften Roadster in Deutschland. Und der nächste Verkaufserfolg stand schon am Start. Im Januar 1997 wurde das Coupé CLK vorgestellt, intern C208 genannt. Es basierte technisch auf der C-Klasse und wurde von 1997 bis 2002 in mehr als 200.000 Einheiten gebaut. Bei Preisen zwischen 57.000 und 150.000 D-Mark war die Kundennachfrage groß. Es kam zu Lieferzeiten bis zu 12 Monaten. Im Mai 97 wurde der Grundstein für ein neues Kundencenter gelegt. Es sollte 30 Millionen D-Mark kosten und 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Und das war bei weitem noch nicht alles. Die Mercedes-Werke werden erweitert, und zwar mit dem überhaupt größten Investitionsprogramm in der Werkgeschichte und einer der größten Investitionen eines Unternehmens in Bremen. Diese Investition bedeutet für unsere Mitarbeiter als erstes, dass ihre Arbeitsplätze über das Jahr 2000 hinaus gesichert sind. Für uns bedeutet sie, dass wir in diesen Hallen neue Autos, noch bessere Autos machen können ins zweite Jahrtausend hinein. In der zusätzlichen Halle werden künftig die Nachfolger der heutigen C-Klasse vom Band laufen und alle dazugehörigen Modellvarianten. Für Bremen bedeutet diese Investition Vertrauen in den Standort Bremen. Der größte Arbeitgeber engagiert sich in Bremen weiter, hat Zutrauen in den Industrie- und Wirtschaftsstandort Bremen. Und wir Bremer tun alles, um das zu fördern und zu unterstützen. Am liebsten würde er mit dem Radlader schon heute gleich weiterfahren, sagte der Werkleiter zum Senator, durch den Hemelinger Tunnel. Das hochmoderne Kundencenter öffnete im April 1998.
Sein Planungskonzept war nicht mehr, die Kunden holen ihr Auto ab, sondern wir begrüßen das neue Familienmitglied. Aktuell werden hier etwa 10% der Bremer Produktion abgeholt. Im selben Jahr fusionierten die Konzerne Daimler-Benz und Chrysler zur Daimler-Chrysler AG, damals der größte Zusammenschluss der Industriegeschichte. Im Bremer Werk änderte sich jedoch nicht viel, lediglich die Beschilderung des Werksgeländes und der Schriftzug auf der Mitarbeiterkleidung signalisierten, dass eine neue Epoche in der Unternehmensgeschichte begann. Mit dem Zukunftstag im Sommer 1999 feierte das Werk sich und seine Mitarbeiter. Heute werden hier keine Autos gebaut, sondern heute wird hier gefeiert. Und das, was wir feiern, ist der Zukunftstag. Und dieser Tag, der wurde nicht von irgend so einem Festkomitee organisiert, sondern von den Mitarbeitern selber. Die erste Veranstaltung dieser Art lockte 50.000 Besucher auf das Werksgelände. Und wie man sieht, kamen bei strahlendem Wetter groß und klein auf ihre Kosten. Herzlichen Dank an die Frauen. Ich kann leider symbolisch nur eine Rose überreichen. Es wäre eigentlich mehr notwendig. Aber vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, wo das ihre Männer nachholen können. Die Mercedes-Mitarbeiter hatten sich jede Menge Mühe gegeben, um die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg zu machen. Dafür wurde ihnen dann auch ausgiebig gedankt. Mein herzlicher Dank. Ich verneige mich vor euch. Das habt ihr voll gemacht. Vielen Dank. Hier geht nichts mehr. Wir sind völlig durch. Was denn? Herrlich. Also echt stark, sag ich mal so. Volles Programm. Ich wollte eigentlich nur für eine Stunde kommen. Jetzt sind wir ja schon seit 10 Uhr. Könnt die Mitarbeiter, die Familienangehörigen mal zeigen. Den Arbeitsplatz, die Fabrik allgemein. Meine Familie hat endlich mal was gesehen, wie wir hier arbeiten. Das war ganz gut. Ja, tschüss, ne? Na, wiedersehen. Das hat Spaß gemacht. Aktuell ist dran Presswerk, Lackierung, Rohbau, Karossensortierer, Montage. Eigentlich an allen Ecken und Enden wird gebaut. Für die Erweiterungen gab es gute Gründe. Alles, was wir in Deutschland produktiver erzeugen als anderswo auf der Welt, dient der Sicherung unseres Standortes und in dem speziellen Fall auch unserem Werk Bremen. Für diese Investitionen stellte der Konzern insgesamt 2,8 Milliarden D-Mark bereit. Ab 2000 startete die MPS-Einführung in Bremen. Wir waren der Meinung, dass wir das Thema Management und Betriebsrat insbesondere auf einen Nenner bringen müssen. Wir haben monatelange Beratungen gehabt zum Mercedes-Benz-Produktionssystem und ganz konkret die betriebliche Umsetzung, das heißt die sogenannte MPS-Bibel im Werk Bremen. Wir haben hier ein Projektteam installiert bei unserem RWC. In wöchentlichen Begehungen informierten sich die Werk- und Centerleiter über den Stand der Umsetzung. Ziel des MPS ist es, alle Produktionsprozesse so zu gestalten, dass Fehler schnell erkannt, schnell abgestellt und nicht wiederholt werden. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Des Weiteren Tagesschritt sein, hier vom Band runtergehen und Finish. Zunächst muss man mal sagen, dass Halle 93 die erste Halle ist, die mit dem MPS-Gedanken konsequent geplant worden ist. Es bedeutet unter anderem, dass man Flächen für die Gruppentafeln, für Kennzahlentafeln, für Dialogzonen der Mitarbeiter einbauen wird. Aber auch solche Dinge wie die technischen Einrichtungen für einen Qualitätsstopp, eine Reißleine oder ein Andon-Board, wo man den Qualitätsstopp visualisiert, wo man erkennen kann, an welcher Station gerade ein Problem vorhanden ist. Dinge dieser Art, die sind in der Halle 93 eingeplant und realisiert worden. In Halle 93 wurde das neue CLK-Modell C209 gefertigt. Man sieht eine sehr aufgeräumte, saubere Halle und nur wenig Material am Band. Denn für die kontinuierliche Materialanlieferung sorgen Trolley-Rundverkehre. Eine Vielzahl von Betriebsmitteln wie zum Beispiel Handhabungsgeräte und Hängeförderer kommen zum Einsatz, um die Arbeitsabläufe ergonomischer und somit menschengerechter zu gestalten.
Im Rohbau werden neue Techniken wie Laserschweißen und Hochleistungskleben eingeführt. Im Jahr 2000 ging die neue C-Klasse-Limousine in den Verkauf. Das Kombimodell folgte ein Jahr später. Insbesondere die Nachfrage nach dem R171 war enorm. Er wurde daher in drei Schichten gebaut. 2003 wurden im Mercedes-Werk Bremen 258.000 Fahrzeuge von 15.500 Menschen gebaut. Insgesamt lief hier das 4-millionste Auto vom Band. Das Besondere am neuen Presswerk ist, dass wir hier komplette Seitenwände fertigen können. Auch Mehrfachteile können wir hier fertigen. Im Februar 2001 startete das neue Presswerk. Dort konnten bis zu 600 Seitenwände pro Stunde produziert werden. Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit vom Werk Bremen weiter verbessern. Wir haben ja mit dem neuen Presswerk auch eine neue Technologie installiert. Die bringt uns deutliche Wettbewerbsvorteile. 2000 Gäste kamen zur feierlichen Einweihung des Presswerks. Mit Blumengirlanden wurde 2001 die erste SL-Baureihe R129 gebührend verabschiedet. Produktionsvorstand Petri und Bürgerschaftspräsident Weber genossen die Abschiedstour. Herz aber drauf, mein lieber Mann. Ich sage mal, Fahrzeuge aus Bremen von Mercedes-Benz, made in Bremen. Und die haben einen hohen Stellenwert im Konzern, das ist eine klare Sache. Eleganz und Fahrspaß, die Mercedes-Modelle aus Bremen. Und 2001 kam dann die neue SL-Baureihe R230. Die Mitarbeiter waren sofort überzeugt. Also ich habe das schon mal fertig gesehen. Also es sieht ja aus wie eine Wildkatze, ne? Richtig schön schnell. Der Anlauf der Baureihe stellte das Werk 2001 vor große Herausforderungen. Denn neue Werkstoffe wie Aluminium, Magnesium und glasfaserverstärkte Kunststoffe sowie eine komplett neue Fahrzeugtechnik kamen hier zum Einsatz. Der SL wurde noch im selben Jahr mit dem Euro Car Body ausgezeichnet. Jetzt aber schnell zur Halle 93. Bernd Schneider kommt, der DTM-Gewinner. Erstmal will ich sagen, mit dem Auto muss man ja gewinnen. Das sagt mein Chef. Es ist, glaube ich, als Deutscher für Mercedes zu fahren was ganz Besonderes. Und wenn man dann im Werk ist und merkt, dass die Erfolge, die man hat, hier nicht spurlos vorbeigehen, sondern dass die Leute mitfiebern und dass sie wissen, dass sie einen Anteil daran haben, dann macht das umso mehr Spaß. Werkleiter Genes schwenkt die Zielflagge. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. 2003 stand dann ein großes Jubiläum ins Haus. 25 Jahre Mercedes-Benz PKW aus Bremen. In den nächsten 20 Minuten werden Sie feststellen, das Werk hat sich in den letzten 25 Jahren grundlegend verändert. Die Mitarbeiter würdigten den Tag bei gemeinsamen Feiern in den Centern. Beim zentralen Festakt war Altbürgermeister Hans Koschnick der Ehrengast. Seine Unterstützung bei der Werksansiedlung blieb für alle unvergessen. Auch sein Nachfolger Henning Scherf geizte nicht mit Wohltaten. Guck mal hier, ihr Lieben. Jeder kriegt von mir ein Stück Schokolade. Guck mal hier. Danke. Wer macht von diesem Schokoladenkuchen? Auf die Plätze! Im Sommer gab es noch einmal Anlass, das Jubiläum zu feiern, bei einem großen Fest für die Mitarbeiter und ihre Familien. Insbesondere die Kinder waren begeisterte Gäste und so gab es großen Andrang vor dem Auftritt der Gruppe Wonderwall.
Auch beim großen Autokorso zu Werders Meisterfeier 2004 standen neben der Mannschaft die Mercedes-Fahrzeuge im Mittelpunkt. In diesem Mercedes-Benz-Werk arbeiten über 12.700 Menschen. Wir sind über 830 Frauen hier. Unsere Mannschaft besteht aus 40 verschiedenen Nationalitäten. 577 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Migrationshintergrund. Wir brauchen Vielfalt. Sie bringt uns gemeinsam weiter. Eine vielfältige Modellpalette bei gleichzeitiger Standardisierung der Produktionsmethoden erfordert, dass auch die Belegschaft langfristig entwickelt wird. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir etwas über 5.000, knapp 5.000 Mitarbeiter. Das Aufstocken bis über 10.000, weit über 10.000. Ob man dann nicht tatsächlich auf dem Durchschnittsalter, Ausgewogenheit, Zusammensetzung, jung, alt, Mann, Frau, Nationalitäten, heute das anders machen würde, davon bin ich überzeugt. Diese Bilder zeigen eindrucksvoll, welch hohes Niveau mittlerweile erreicht wurde. Hohe Stückzahl trotz großer Vielfalt durch Standardisierung von Produktionstechniken und Produktionsmethoden. Das zu erreichen war eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Und dieses Niveau zu halten, bleibt eine ständige Herausforderung. . 2008 kam der GLK, der intern X204 heißt. Und mit The Rock bekam Bremen eine neue Attraktion. Wir starten einmal durchs Maisfeld. Um durch das Maisfeld zu gelangen, müssen wir eine Steigung von 60% erklimmen. Der GLK rundete die Bremer Mercedes-Produktfamilie ab. Zusammen mit dem E-Klasse-Coupé C207, dem E-Klasse-Cabrio A207, dem C-Klasse-Kombi S204, der C-Klasse-Limousine W204, dem C-Klasse-Coupé C204, dem SLK Roadster R172 und dem SL Roadster R231 werden heute 8 Modelle im Werk Bremen gefertigt. Rudi Hammerschmidt seit unendlichen Jahren Rohbauplaner, der Günther als Wirtschaftssenator. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut, dass man noch sieht, wer war das. Da drin sind auch nochmal Münzen, Euro-Münzen. Und viele zusätzliche Euros waren notwendig, um die Produktion weiter zu modernisieren. 1986 bin ich hier im Werk angefangen, wie man hier auf dem Bild jetzt sieht. Die Pressenstraße 1 und 4 sind hier noch voll in Produktion. Und jetzt stehen wir hier vor einer neuen Servolinie gleicher Größenordnung, also auch einer Großmaschine, mit der wir auch Seitenwände, aber auch viele andere Teile machen können, vor allem Aluminiumteile. Und das Ganze ist jetzt hier im Oktober so weit gediehen, dass wir eine Maschine hier stehen haben. Das ist für uns alle eine spannende Herausforderung, dass wir dieses Thema auch im nächsten Jahr so weit bringen, dass wir den 205 an der Stelle dann auch rechtzeitig unterstützen können. In der Erweiterung der Halle 5 entstand Europas modernste Pressenstraße. Noch schnell ein Blick in den Rohbau des SL R231 im neuen Außenwerk Hansa-Linie. Die selbsttragende Rohbaukarosse besteht aus Vollaluminium. Einzig ein Rohr in der A-Säule ist aus Stahl. Das bringt 110 Kilogramm Gewichtsreduzierung bei deutlicher Verbesserung von Steifigkeit und Sicherheit. Der R231 ist das erste Aluminiumfahrzeug, das Mercedes-Benz in Großserie fertigt. Seit 2012 wurden fast 30.000 Einheiten gebaut und zu Preisen zwischen 95.000 und 240.000 Euro verkauft. Die Zweisitzer aus Bremen schreiben die Roadster-Tradition konsequent fort. Hier wird das millionste Exemplar geliefert, ein Erfolg, der vor allem der hochqualifizierten Belegschaft zu verdanken ist.
Bremer Marktplatz feierte die Hansestadt im April 2011 den 125. Geburtstag des Automobils. Lieber Herr Kellermann, meine Damen und Herren, das ist schon was Besonderes, wenn der Bremer Marktplatz so ein Platz für schöne Autos ist. Ja, wunderbar. Ganz einfach, easy mal zu zeigen und mal zu gucken, was Daimler so in Bremen macht. Ne? Jetzt bin ich etwas überrascht, dass so viele verschiedene Typen alle aus Bremen kommen. An die Bremer Geschichte des Automobilbaus erinnerte der Werkleiter beim Festakt im Kundencenter. Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich noch die lange Motorhaube, das Riesenlenkrad. Was war ich stolz, als kleiner Steppke auf dem Fahrersitz Platz nehmen zu dürfen. Es war ein Borgward hier aus Bremen. Das erste Mal, wo wir hier waren, da war er noch im Kinderwagen, wo wir unsere große Feier hier hatten. Und jetzt ist er ja mal ein bisschen größer, jetzt kann er sich das ja mal richtig angucken. Die Jubiläumsfeste sind mittlerweile eine äußerst beliebte Tradition bei den Mitarbeitern und ihren Familien. Mercedes ist nicht nur arbeiten, Mercedes ist Familie mitbringen, miteinander feiern. Geil, freut mich. Wir haben hier heute tagsüber trotz des nicht so schönen Wetters ca. 70.000 bis 80.000 Menschen gehabt, die hier ausgelassen mit ihren Familien, mit den Kindern gefeiert haben. Ein tolles, tolles Fest. Und im September gab es schon wieder Grund zum Feiern. 6 Millionen Fahrzeuge hier aus Bremen heißt aber auch insbesondere für uns Mercedes-Mitarbeiter 6 Millionen Mal Mannschaftsspiel, 6 Millionen Mal Höchstleistung, 6 Millionen Mal Leidenschaft. Von daher an die Mitarbeiter ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Der 6 Millionste Mercedes aus dem Werk Bremen. Anlässlich des Freundschaftsspiels Deutschland-Frankreich im Weserstadion besuchte die DFB-Elf im Februar 2012 das Mercedes-Benz-Werk und wurde von den Mitarbeitern herzlich aufgenommen. Am 1. Juni 2013 feierte Bremen dann das Fest aller Feste. 35 Jahre Mercedes-Benz und 75 Jahre Automobilbau im Werk Sebaldsbrück. In einem Autokorso vom Kundencenter bis zum Domshof repräsentierten mehr als 100 Oldtimer das Know-how der Bremer Autobauer. 2 Wochen später hatten dann die Mitarbeiter beim 35-75-Fest die willkommene Gelegenheit, ihren Familien die neuen, hochtechnisierten Produktionsanlagen im Werk zu präsentieren. Hightech zum Anfassen. Und dass die Mercedes-Crew nicht nur exzellente Autos bauen, sondern auch prima feiern kann, zeigten die Festgäste dann bis tief in die Nacht. Auch der offizielle Festakt im September war geprägt von Zuversicht und guter Laune. Wir sind fit für die Zukunft. Und Action! 350 geladene Gäste erlebten bei der Gala in Halle 66 eine mitreißende Show. Und selbst der Werksgründer gab sich die Ehre. Und da ist er, meine Damen und Herren, Karl Burgwardt. Wo bin ich denn hier gelandet? Bei Mercedes-Benz, Sebaldsbrück, Bremen. Mercedes? Bei der Konkurrenz? Was machen denn all die Leute hier? Ja, die sind hier, um zu feiern. Ach, und wen? Autobauen ist Mannschaftssport. Wir haben hier am Standort eine starke und große Mannschaft. 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind sehr stolz darauf, ein erfahrenes und hochqualifiziertes Team hier bei uns zu haben. Bremen ist eine Autostadt. Das sind wir mit voller Überzeugung. Das wollen wir sein und das tut unserer Stadt gut. Wer sich in der Produktion umsieht, der merkt, die Kolleginnen und Kollegen bauen jedes Auto so, als wäre es das eigene.
Bremen und Mercedes verbindet die Idee der Freiheit. Automobile Freiheit aus der Stadt der Freiheit ist ein echter Exportschlager.